Hey meine Freunde, hier ist euer M3D bei einer kleinen Runde League of Legends. Kleines Gut, man kann sehen, wie lange so dauern wird. Am Ende sind es 3 Stunden, weißt du? Aber man weiß ja nie. Wir haben ja Zeit und Spaß dabei. Das Gute ist, ich bin jetzt mal mit Master Yi hier schön oben bei der Top-Lane. Das gefällt mir auf jeden Fall. Weil normalerweise wäre ich schon mal komplett alleine gelassen auf der Top. Aber gut. Jetzt kann es ja mal was werden, ne? Zeit für Action! Die meisten Gegner rennen ja schon direkt bis hierhin, da frage ich mich immer warum. Ah ja, ich dachte, der rennt jetzt auch dahin, aber nein, er bleibt vernünftigerweise stehen. Versteckt er sich? Versteckt er sich? Er wird sich verstecken. Das ist sogar gut, weil so kann ich ein bisschen offensiv gehen, einen auf Hilfe. Ich bin doch ein kleines Mädchen, ich brauche doch Unterstützung und Schutz. Ja, und dann kommen die, wollen mich angreifen, weißt du, wollen mich zerroppen. Dann kommt Master Yi von hinten. So könnte ein Plan aussehen, theoretisch. Aber in der Regel kommen die nicht von hinten, die kommen direkt von der Seite, sodass der Gegner einfach wieder abhauen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur... Oh. Da denkst du mal, oh, die haben einen Plan. Und dann, naja, merkst du, dass für diesen Plan einfach eine gewisse Intelligenz gefehlt hat. Und dann ist das frustrierend, ne? Ihr werdet sowas von sehen, die Gegner werden hier hinkommen, ich werde hier einen auf Opfermädchen spielen, so wie es gehört. Und er wird schon viel zu früh rausspringen, also ich wette da meinen Arsch drauf. Wenn er doch richtig die Planung setzt, wie ich das wollte, dann bringe ich ein Video raus, wie ich mir einen Besen in den Arsch stecke, Alter. Aber das wird niemals passieren, dementsprechend ab geht die Party. Los geht's! Wir lassen den Gegner kommen, wir lassen den Gegner kommen. Der Gegner kommt schon, sehr schön. Da ist Garen. Oh Mann, er hat es schon direkt gezeigt, Alter, fertig aus. So, fertig. Das Video wird also nicht kommen. Ja, das ist natürlich mal wieder genau das, was ich vermutet habe. Bleib doch einfach drinne in deinem Scheißgras, such deine Pokémon und fuck nicht ab, ey. Aber nein, der kommt ja lieber raus, weißt du, um den Gegner direkt zu symbolisieren. Hallo, ich bin auch noch da. Schnauze, Junge, du kriegst aufs Maul, Alter, aufs Maul. Gut, vielleicht sollte man mal weg. Ah, sie haben schon die Heilung benutzt, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben sie böse zurückgedrängt, sie haben Angst. Das ist gut. Demoralisiert heißt das, Freunde. Demoralisiert. Schnauze, Junge, aufs Maul. Verstehst du die Worte? Wo ist der andere? Ach, da. Ich dachte schon gerade, wo ist denn der? So, fertig, Junge, aufs Maul, Alter. Schau allem aufs Maul fertig aus. Boah. Die könnte man schön kriegen, ne? Aber man kann ja nicht einfach da reinrennen. Und dass wir eigentlich mitgelaufen sind, war schon dumm, weil die Vasallen nicht dabei waren. Aber macht ja nichts. Zerroppen, Junge, zerroppen. Was los? Easiest game in my life, Alter. Erstes Blut. Junge, geh weg. Wehe, du stirbst hier. Wehe, du gibst den Freekill, Mann. Dann heul ich. Kannst aber glauben. Hätte sich mal in meiner Nähe geheilt. Hätte mir zusammen Heilung bekommen. Aber nein. Geiern, Junge. Geiern. Ist dein Freeward. Oh. Geh da jetzt ja nicht rein, Master Yi. Oh, ich hasse dich, Mann. Ey, ich mag dich nicht. Geh weg. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, seitdem die Leute bei Hand of Blood Master Yi gesehen haben oder so, spielen alle Master Yi und denken, die wären Profis, ey. So stelle ich mir das immer vor. So, so geht das, wenn du schon reinspringst, du Lappen, Alter. Meine Güte, es ist einfach nur, weiß ich nicht, Traurigkeit hoch 10 manchmal. Egal. Mit dem Leben wäre er schon längst zurückgekehrt, muss ich dazu sagen, aber irgendwie mag er eher stehen bleiben. Und wir müssen jetzt mal weg. Es reicht, es bringt ja nichts, sonst ist mir einfach nur Free Kills. Und das will ich nicht sein, ne? Mal zurückporten, also mal überlegen. Die machen nicht so viel Schaden, die Gegner. Wir machen hingegen sehr guten Schaden. Was kaufen wir? Ich würde erstmal sagen... Ja, ich würde trotzdem sagen, wir gehen mal trotzdem erstmal ein bisschen auf Leben, weil das ist einfach Sinn und Zweck. Und trotzdem noch ein bisschen Schaden, ne? Da haben wir jetzt einfach mal beides bekommen. Ich denke mal, das dürfte sehr klug sein, so. Und damit will man sich ja auch zufrieden geben, ne? Ohne Leben läuft dir nichts. Ich denke, du hast kein Leben. Doch, hab ich. Kauf nicht zu lange, Master Yi. Master Yi. Yippie-yay, Schweinebacke. Ach, da hat den Teleporter. Das ist ja nice, Alter. Sollte ich mir auch mal reinmachen. Da kann man direkt zum Dings porten. Gefällt mir gut. Aber naja. Hab ich nicht, ne? Ich muss den ganzen Weg laufen. Aber es ist sehr gut. Er hält die Basis da. Er kann direkt auf den Turm gehen. Ich glaube, der geht auf den Turm, ohne dass da Dings sind. Ja. Nee, doch nicht. Okay, alles gut. Alles gut. In der Hinsicht bin ich sehr zufrieden mit dir, Kollege, muss ich sagen. Also, oh Mann. Alles klar, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles zurück, Junge. Blutrausch. So, jetzt kannst du mal reingehen, kurzen Schlag setzen und hin da auf.
Geh auf den Tower. Der könnte fallen, eventuell. Wenn die keine Hilfe bekommen, könnte der echt fallen. Na komm schon, schön drauf, schön drauf. Ich muss ein bisschen zurück, es wird langsam gefährlich. Geh weg. Eieiei. Ich sag's auch, weißt du, bleib da selbst drin stehen. Nice. So, komm. Gold, Baby, Gold, wir brauchen Gold. Moneymaker. Ja, und zurückkommen auf den Tower. Ja, er versteht wenigstens diese Taktik. Schön. Die meisten verstehen ja noch nicht mal das, ne? Die wollen einfach nur... Oh, die gehen zu dritt auf in die Mitte, Alter. Das ist mies. Aber egal, wenn wir uns schnell anstellen, kann das echt klappen. Wenn wir hier mal ein bisschen Tempo geben. Raus, 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 raus. Du da, du da. Eine Nanosekunde zu spät rausgegangen. Das ist natürlich doof, ne? Soll's aber geben, auf jeden Fall. So, komm. Wir wollen mal ein bisschen Action liefern jetzt hier. Wir wollen ja auch gewinnen jetzt mal. Die gehen zwar jetzt schon voll auf die Mitte und alles dies, das. Hat aber noch nichts zu heißen. Weil wenn wir jetzt von links außen Druck machen und bei denen erstmal ein paar Tower zerstören, dann ist das schon alles super so. Vor allem, wenn wir den Kristall erwischt haben, dann wird's nice. Ey. Komm, der Tower fällt. Bleib auf dem Tower drauf. Alles cool, alles cool. Schön. So läuft das, Freunde. So läuft das. Ah, sie gehen zurück. Passt auf, Freunde. Wir werden gleich angegriffen. Ich wette, von hier kommt gleich einer. Könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. Werden wir in Beobachtung halten, auf jeden Fall. Weil ich habe schon gesehen, wie einer gerade abgebogen ist auf der Karte. Man muss ja seinen Blick überall haben, ne? Kann aber auch einfach nur eine Sinnestäuschung sein und ich denke mir einfach nur so, ja, vielleicht läuft er einfach nur sie rum. Macht einen Spaziergang. So. Auf den Tower, auf. Auf den Tower! Ja, das läuft doch mal gut. Klar, es fehlt am Schaden, das definitiv, deswegen fällt der Tower auch nicht so schnell. Aber hey, raus da, Master Yi. Sehr schön. Langsam kann man mit dem arbeiten. Ich werde langsam warm mit ihm. Merkt man schon, oder? Gefällt mir. Oh. Oh. Da habe ich meinen Vasalle gerettet. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Vasalle. Ich liebe dich. Oh. Alter, spann ich mal eine Nanosekunde drin. Übertreib, ey. Sei mal nicht so überempfindlich, Tower. Geh doch mal raus, du Depp. Oh Mann, ey. Das ist doch einfach the American Dream, Alter. Soll's geben. Vasallen. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Vielleicht mal im Gebüsch verstecken. Ja, da hat mich eh schon gesehen. Scheißegal. Man sieht mich auf der Karte. Oh, will er mich haben? Nein, er will mich noch nicht haben. Ich mache das immer so, dass ich... Oh. Alles klar. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Ja, weil gegen zwei ist mies, ne? Und ich habe noch nicht mal die Ulti parat. Das ist scheiße, ey. Abhauen könnte ich. Klar, wäre ein Versuch wert, aber naja. Ich würde sagen, komm, wir tasten uns mal langsam voran. Wir betatschen die einfach mal und gucken, was passiert. Ah, der hat so ein Schutzschild. Interessant. Ich kenne die Klasse ja auch nicht, muss ich zugeben. So, Ulti parat. Damit kann man was reißen. Der ist abgehauen, die Pussy. Kacke. Kacke, Alter. Gut, hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Fuck off, Alter. Na gut. Einen kleinen Schritt zu nah am Tower gekommen. Aber hey. Gegen zwei und wir konnten beide zurückschlagen. Geiler Scheiß auf jeden Fall. Ja, wäre Master Yi da gewesen, ne? Der sich ja irgendwo hier rumgetrieben hat, dann hätten wir vielleicht was gerissen. Macht aber nichts, meine Freunde. Wir waren gut. Und nur darauf kommt es an, ne? Nur darauf kommt es an und auf nichts anderes. So. Wir kaufen nochmal hier ein bisschen Angriffstempo. Das kann ja auch nie schaden. Und zurück. Ab geht's. Momentan sieht es nicht sehr, sehr schlecht aus, also man kann sagen, ja, hätte mehr drin sein können, aber naja. Und der Jungler ist Level 2, Alter, was macht der eigentlich im Wald? Jetzt steht er auf der Midlane, alles klar, okay, verstehe ich. Nicht. Na gut. Das meine ich, Freunde, das meine ich. Immer diese Jungler, die ich höre. Bis jetzt habe ich noch keinen guten Jungler gesehen. Doch, doch, ein. Okay, ein, muss ich wirklich sagen. Aber das war echt eine krasse Ausnahme, muss ich zugeben, weil, naja, der war wirklich extrem gut. Aber die anderen, die ich gesehen habe, oh je. Also wenn ich schon das Wort Jungler höre, oder wenn die das so reinschreiben, Jungler, kriege ich Gänsehaut, Alter. Da kriege ich so richtig, keine Ahnung, ey. Da stehen mir die Haare im Nacken zu Berge, ey, das ist nicht mehr normal. Keine guten Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ob wir den Tower anlecken dürfen. Ja, so ganz grob auf jeden Fall. Alter, kämpf doch nicht gegen den, du Lappenmann. Was machst du denn für eine Scheiße? Oh ja. Ich sag ja.
Master Yi, ich bin die meisten wirklich schon durch Hand of Blood. Das ist wirklich so, ey. Ja, er hat eine tolle Fähigkeit. Damit kann er auch Gebäude angreifen. Können ja mal gucken, ob wir den mal ein bisschen antatschen können. Ja. Der wird eh abhauen, war mir klar. Macht aber nichts. Wir haben ihn ein bisschen gestreichelt, ein bisschen geärgert, ein bisschen provoziert. Kaum Leben verloren. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir gehen trotzdem mal zurück, weil wir brauchen unsere Vasallen, sonst kriegen wir zu viel Schaden einfach nur. Aber guck mal hier, da läuft echt mit, ne? Jetzt läuft er wieder zurück, die Pussy, ey. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Mal ein bisschen anditschen, so, ein bisschen abfacken. Mehr muss man nicht machen. Deswegen mag ich menschliche Gegner eher. Weil die lassen sich auch mal ein bisschen demotivieren und ärgern. Das ist das Schöne. Und provozieren vor allem. Das lassen ja Computer nicht mal annähernd zu. Die halten ja ihre Taktik, bis sie tot umfallen. Sind wir hier zu dritt? Oder zu zweit? Ich sehe es gerade gar nicht richtig. Ich glaube aber zu zweit. Ja, ja, zu zweit. Okay. Alles klar. Reicht, um ein bisschen Gold zu machen und um den Dings, um den Turm hier lahmzulegen. Eventuell, Freunde, eventuell. Drauf jetzt, auf, komm. Der Turm wird fallen. Easy. Wo sind die Gegner? Ja, die sind noch nicht so gut dabei. Sehr schön. Sehr schön. Also meiner Meinung nach sollte man auf den nächsten Vasallen warten, aber ist egal. Den kann man ja trotzdem noch mal ein bisschen mitnehmen. Komm schon. Gut, zurück. Jetzt lauf doch nicht wieder in den Tower rein, Alter. Wenn ich sehe, dass du stirbst, Mann, ich flame dich zu, ey. Direkt so, Penner, kann gar nichts, Mann, du dummer Noob, du. Boah, da hatte ich ja auch einen, Alter, der war angeblich Silver 2. Der hat mich so abgefuckt, das ist nicht mehr normal, ne. Beleidigt jeden als Noob, schreibt alle 2 Sekunden LOL. Und dann angeblich hat er die Klasse noch nie gespielt. Ja, er hat gemeint, er wollte mir, ich habe gemeint, also, ja, ich habe ihn ein bisschen provoziert halt. So, man kennt mich ja, immer ein großes Maul, Standard. Ja, dann habe ich gemeint, ja, wo ist denn dein Silver 2, weißt du? Zeig mal, was du kannst. Hat er gemeint, alles klar, ich beweise es dir jetzt. Und dann wollte er mit Master Yi, also auch einen anderen Master Yi, keine Ahnung, ob die Kumpels waren, wollte er dann den Drachen killen. Hat er so gesagt, halbe Minute oben, so woanders halt. Und dann, hieß es dann halt, wollte er dann den Drachen killen, weißt du? Ja, was soll ich sagen, meine Freunde, ne? Dann hat er die Planung gehabt. Und irgendwie ist der Drache nach einer Minute nicht gefallen. Habe ich geschrieben, ja, was denn los? Der Drache lebt noch, oder? Sagt er, ja, er hat die Klasse noch nie gespielt. Alles klar. Master Yi, hör auf mit der Scheiße. Alter, geh auf den Tower, aber nicht auf die Gegner, Mann. Was machst du denn auch immer? Guck mal, ich bin versteckt, die sehen mich fast gar nicht. So ein kleines, harmloses, süßes Mädchen, Mann. Bist du süß und so harmlos. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ja, doof gelaufen, ne? In der Zwischenzeit ist fast ein Tower am Arsch. Lappen. So gefällt mir das. Und ja, lass mich gerade in der Situation im Stich, Alter. Genau sowas braucht die Menschheit, Mann. Genau sowas. Au. Oh, der hat einen Crit gerissen. Alles klar. So einer bist du also. Dann heile ich mich mal kurz. Oh, oh, okay. Alles klar. Alles klar. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Da wäre es jetzt einfach dumm gewesen, da reinzugehen, weil wofür? Sie sind zu zweit. Ich habe denen jetzt gezeigt, so, oh, ich habe Angst vor euch. Ihr seid einfach zu männlich, zu brutal, zu maskulin. Ja, und deswegen hau ich das einfach mal ab. Habe auch 1,4 Gold. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir verpissen uns mal. Stärken uns, kommen zurück und plätten die einfach. Was haltet ihr von dem Plan? Ist gut, oder? So, der Hammer ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, weil er gibt auch Leben dazu und alles. Hier noch ein bisschen Lebensregeneration, kann nicht schaden. Ah, sie kommen näher. Das ist auch super, weil wenn wir jetzt warten und die bis zum Tower vordringen, dann können wir die platt machen. Die haben eine gewisse Zeit, bis sie wiederkommen müssen. Und dann, Freunde, Remi Demi, verstehst du? Dann wird zerrobbt einfach nur. Einfach nur zerrobbt. Mehr machen wir gar nicht. Einfach nur bam, bam, gib ihm, fertig. Master Yi, wohin? Ich bin hier. Komm, auf, lauf mit. Sehr schön, alles cool, alles cool. Die sind da, die suchen Stress. Kriegen den Tower nicht mehr annähernd runter, das gefällt mir. Machen kaum Schaden. Nice. So muss das sein, meine Lieben. So muss das sein. In der Zwischenzeit schön zurückgehen, weitermachen, aufs Maul hauen und die Sache läuft. Wir stecken aber verdammt wenig Kills ein, also die Gruppe ist echt gut, kann man nichts sagen. Ne? Momentan ist das echt sauber hier, was hier passiert. Ah, der Gegner wurde getötet. Geil! So, alles klar. Gehen wir mal hier nochmal auf Q.
Mag vielleicht eine Verschwendung sein, aber der Schaden ist gegeben. So, sie werden zurückgedrängt, das mag ich verhindern. Boah, Junge, dich hole ich direkt. Was ist los? Vendetta, verstehst du das? So, ganz einfach, Junge. Kollege am Leben gehalten. Ah, warte mal. Oh nein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das habe ich nicht gesehen. Kacke. Voll Noob Gaming, Alter. Hätte ich drauf achten müssen. Wo bist du? Da ist der. Alles klar. Der lässt sich auf nichts ein. Ich verstehe schon. Aber wenigstens einen haben wir tot gekriegt. Das ist doch schon mal etwas, ne? Dementsprechend haben wir schon fast wieder 1000 Gold. Alles cool. So, wir gehen zurück. Ja, guck mal, wie wir hier haben. Schön. Schön mitlaufen. Der Tower ist gleich gefallen. Alles cool, alles cool. Großangriff auf die Vasallen und auf den Tower drauf. Komm. Ja, genau so. So und nicht anders. Der Tower wird fallen und dann haben wir die schon fast, Mann. Alles cool, fertig. Schöne Gruppe, schön. Ja, ja, komm du ruhig zur Hilfe. Das interessiert dir keinen. Halt die Schnauze, du Affe. Genau. Du hast nur Leben, mehr hast du nicht. Digga, du hast kein Leben. Doch, hab ich. Oh, lauf weg. Ja, ich habe nichts parat, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Au. Man will ja jetzt auch kein Freekill sein irgendwie. Und, okay, es sind zu viele. Alles klar, es sind zu viele. Ich werde sterben. Es war so schön mit dir, du schöne Welt. Warte, warte, weh, 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 weh. Eventuell, Freunde, können wir noch am Leben bleiben. Eventuell, aber das ist eine sehr, sehr geringe Chance. Ah, unsere Vasallen haben uns gerettet. Hahaha. Ein Traum? The American Dream, Alter. So. Die werden, denke ich, mal 8 Sekunden brauchen, um hierher zu kommen. Also dementsprechend kann ich ja mal gerade zurückporten, ne? Was kaufen, man? Huh? Meine Lieben. Oh, die sind gleich da. Bäm. Ja, mehr Leben, würde ich sagen. Und Magieresistenz. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Und, ja, eigentlich hätte ich gerne noch einen Trank gekauft, aber wir können uns nichts mehr leisten. Das ist scheiße. Dann pass mal auf, dann nehmen wir noch hier die Waffe mit. Angriffstempo, das kann auch nicht schaden. Und back in action, Alter. Gim! Wir lassen uns sowas ja nicht gefallen, meine Freunde. Was steckt denn hier hoch? Diese Einheit baut Steigerung auf. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, verursacht der nächste Angriff diese Einheit zusätzlichen magischen Schaden. Und andere Effekte basieren auf deren geladenen Gegenständen. Cooler Scheiß. Soll ich dir mal eine Heilung schenken? Hm. Weiß ich noch nicht. Ich meine, wir könnten die Gegner auch so platt kriegen. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Achtung! Ready, steady! Lohnt sich nicht, geh nicht rein, du Depp, Alter! Oh, jetzt, 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 jetzt! Oh, 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 oh! Bam, Junge, aufs Maul, Alter, aufs Maul! Ja, hau du nur ab, du Pussy, ey! Nein! 1% Leben, Alter! Naja, ist halt so. Komm, du bist Fernkämpferin, du kriegst den vielleicht noch. Cool wär's. Es wäre so cool. Komm schon, komm schon, komm schon. Kannst du vergessen, ne? Egal, auf den Kristall, komm. Go, Kristall. Ohne Vasallen ist natürlich auch scheiße, muss ich zugeben. Wo sind denn die Vasallen? Hm? Boah, die sind noch in der Mitte. Das ist ja fail gewesen, Alter. Komm, wir gehen mal kurz die Vasallen holen. Was macht der hier? Versteckt er sich im Wald, oder was? Der hat fast volle Leben. Wieso versteckt denn der sich da? Könnt ihr mal jetzt mitkommen? Dankeschön. Ab geht die Party. Ab geht die Party und die Party geht ab. Sehr schön. Ja, ich glaube, sie hat verstanden. Ich habe die Vasallen geholt. Das ist wichtig. Verbündeter Turm zerstört. Macht noch nichts. Macht noch nichts. Alter, komm, krieg ihn down, ey. Scheiße, hat fast geklappt. Sehr schön. Komm, jetzt voll auf den Kristall. Ja, genau so. Alter, ich liebe diese Gruppe einfach gerade. Die ist einfach nur super. Die versteht genau, was ich will, Mann. Die können Gedanken lesen. Fertig. So, jetzt habt ihr nämlich ein Problem, ihr Ratten. Ist einfach so. Ja, ja, komm du ruhig mal angreifen, das interessiert dir keinen. Bäh, Bitch, geh doch nicht rein, Alter. So geht man Mensch schon rein, okay? Mit Bedacht und Coolheit, Mann, verstehst du? Natürlich habe ich einen Gegner getötet, wer denn auch sonst? Alter, Mann, bleib doch mal real, Alter. Bleib doch mal cool. So, kurz mal hier die Vasallen platt machen. Sehr schön. Und auf den Tower, komm. Ach was. Stimmt, der andere wird noch gar nicht angegriffen. Ja, ja. Oh, ja, ja, okay. Wir fucken die mal alleine ab. Die soll sehen hier, wir haben gar keine Angst. Wir scheißen auf euch, ihr Lappen. Bam, Mädel. Bam. Ja, renn zum Tower. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Oh, ja, die wollen mich kriegen. Ist okay, ist okay. Ich habe wieder mal ein bisschen was parat. Ich könnte reinrennen.
Aber nicht in den Tower, das ist eine scheiß Idee. Deswegen bleibe ich mal lieber draußen. Na, kommt schon, Vasallen, wo bleibt ihr denn? Es müssen doch stärker Vasallen kommen, oder? Ach, da ist mein Schatzi. Komm her, bei Fuß. Ich liebe dich, Alter. Diese Vasallen, die sind einfach nur brutal, Mann, ganz ehrlich. Bäm, komm schon, komm schon. Okay, auf die Fresse kriegen ist nicht schön, ist nicht schön. Fail. Ach ja, gut. Soll's geben, ne? Na gut, schön, alles klar. Wir haben 1000 Gold, das heißt, wir können uns was Schönes kaufen. Mana, Abnehmzeitverringerung, ja, kann nicht schaden. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns hier mal ein bisschen Rüstung, das ist nie verkehrt. In 17 Sekunden leben wir wieder. Großangriff auf die Top-Lane und die Sache ist gerissen. So muss das sein. Natürlich wäre es doch ganz geil, wenn man jetzt hier unten noch die Türme platt machen könnte oder hier in der Mitte. Aber man könnte eigentlich auch hier von hier aus direkt so ein bisschen Action liefern, aber naja. Uninteressant. Es fällt ja hier fast alles, ne? Ich gehe mal durch die Mitte. Das ist einfach mal so ein witziger Plan von mir, weil Baum, das ist halt einfach so. Ich sehe nämlich gerade, hier ist jemand und eventuell brauchen die minimalste Hilfe, um noch weitere Towerblatt zu kriegen. Da kann man da nochmal durchmarschieren. Das könnte doch eine Idee sein, oder? Man merkt schon, Freunde, ich bin eher so der Taktiker. Ich stehe da total drauf. Ja, und manchmal hat man da echt Glück. Und wie man sieht, der nächste Tower, der fällt auch. Das ist gar kein Problem hier irgendwie. Noch mit der zweiten Hilfe kann das echt was werden. Da wird sie sich auch freuen. Das steigert ja auch die Moral. Die Moral von der Geschichte. Der Tower ist gefallen und sie war es nicht. Okay, Entschuldigung. Da bin ich mal kurz eskaliert. Ja, der nächste Tower hier wird auch in 2 Sekunden fallen. Wunderschön. Ein bisschen zurückgehen. Ja. Dann wollen wir mal drauf gehen, würde ich sagen. Ja? Gut, ich muss zugeben, wir haben gerade sehr fies abgestaubt, aber das ist schon okay. So, the next tower is over, baby. Sehr schön. Und auf den Kristall. So. Nochmal hier die Vasallen ein bisschen mitnehmen, weil das ist wichtig. Ja, komm, schön auf den Kristall. Mehr musst du nicht machen. Scheiß auf die Gegner. Lass die kommen. Lass die kommen, Alter. Lass die kommen. Genau so, genau so. Fertig. Vernichtet. Easiest game in my life, Alter. Der Gegner hat den Drachen getötet. Na, das wird euch jetzt auch nicht mehr viel retten. Sehr geiler Scheiß, Alter. Geht einfach aus dem Weg, Mann. Geh aus dem Weg, hab ich gesagt. Okay, ich stehe schon wieder mit im Tower drin. Ich bin wieder zu geil. Ich bin killgeil, Freunde. Nein, die steht im Tower drin. Ist nicht clever, würde ich zugeben. Ja, den könnte man Blatt kriegen. Der will's auch wissen, Master Yi. Master Yi will's wissen. Hat ihn gekriegt. Sehr schön. Komm, der Tower wird jetzt fallen. Ich kümmere mich jetzt mal um die Tower hier. Sehr geil. The next Tower. Alles cool. Ja, ja. Provozier keinen Kampf, du Ratte. Ich weiß, was du vorhast. Aber der Tower fällt, Mann. Weil unsere Vasallen sind einfach zu stark. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist einfach so. So, Junge, lern mal fliegen. Und jetzt kriegst du auch mal ein bisschen aufs Maul hier. Fertig. Natürlich habe ich einen Gegner getötet. So, komm, wir den nehmen auch nochmal mit. So, Tower ist gefallen. Ende aus, Mann. Jetzt ist einfach nur noch Schaschlik, Mann. Fertig. Es wird einfach nur noch zerfickt. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal sagen, Mann. Jetzt ist es raus. Komm, ich verstecke mich kurz in den Vasallen. Dann treffen kaum ihre Schaden. Und dann fällt doch hier alles. So, wir schreiben noch GG, weil das war ein guter Kampf auf jeden Fall. Fertig, aus. Und damit wollte ich sagen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer M3D. Tschüss. Den Zerficker.